kann etwas so Wunderschönes sterben? Eine Plage vernichtet das Land, aber der Baum des Lebens steht noch. Fragt sich nur, wie lange noch? Das Ende kommt in die neue Welt. Die Stämme sind gespalten. Sie brauchen jemanden, der stark genug ist, sie zu einen oder alle zu unterwerfen. Dies ist eine Geschichte mit einem ungewöhnlichen Anfang. Daher wird das Ende auch ungewöhnlich sein. So, jetzt darf ich auch einmal. Und damit, hey und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play tatsächlich auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, es dreht sich ab heute vieles um Biomutant, ein Spiel, auf welches ich echt übelst Bock hatte seit gefühlt einem Monat eigentlich schon. Weil ich gedacht habe, das kommt schon einen Monat früher raus, als es jetzt letztendlich rauskam. Und seitdem ich von dem Spiel erfahren habe, hatte ich Bock drauf. Denn, das Ganze ist ein, sagen wir mal so, eher anderes Spiel als üblich. Also sowohl für mich, weil ich so von der Art her solche Spiele eher selten spiele. Aber generell ist es halt ein Spiel so vom Prinzip her, was es nicht so häufig gibt. Und ich könnte eigentlich jetzt auch die Chance gleich nutzen, was eine Überleitung, um das Spiel den Leuten natürlich ein bisschen zu erklären, die es noch nicht so wirklich kennen oder gar nicht kennen. Ich lese einfach mal die Beschreibung des Spiels vor. Ich glaube, das ist am einfachsten. Biomutant ist ein postapokalyptisches Kung-Fu-RPG in einer offenen Welt mit einem einzigartigen Martial-Arts-Kampfsystem, welches dich Nahkampfschießen und Mutationsaktionen kombinieren lässt. Eine Seuche zerstört das Land und aus den Wurzeln des Lebensbaums sickert der Tod. Erforsche eine Welt im Umbruch und entscheide ihr Schicksal. Wirst du sie retten oder in eine dunkle Zukunft führen? Ja. Und ich glaube, der Text hat so ziemlich alles ausgesagt, was dieses Spiel so besonders macht. Wir haben RPG, Kung Fu, wir sind ein Waschbär, das stand da noch nicht, aber wir sind ein Waschbär. Und wir haben eine offen, also Open World. Und wir entscheiden sozusagen selbst, wie es ausgeht. Sprich, es gibt häufig Entscheidungsmöglichkeiten und ich bin nicht der Beste im Entscheiden. Also sprich, das könnte ein super Let's Play werden. Aber ich denke mal, das reicht auch erstmal so von den Details her. Den Rest werden wir dann zusammen herausfinden. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter, wenn mein Controller geht. Willkommen bei Biomutant. Moin. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal ein neues Spiel an. Wir machen das Ganze auf mittelschwer, nicht auf leicht oder auf schwer. Einfach, weil leicht wäre zu leicht und schwer wäre zu schwer. Was eine Erklärung, Alter. Und das ist schon süß, der Gledermann hier. Schon putziges Kerlchen, wie ich finde. Ja, und da sehen wir uns schon. So sehen wir aktuell aus. Bro, das sah gerade irgendwie komisch aus. Das Problem ist, dass ich das Ganze hier schon mal aufgenommen hatte. Und dann habe ich es tatsächlich hinbekommen, die Aufnahme zu verkacken. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Ich erkläre euch das einfach so ein bisschen so, wie ich es verstanden habe. Keine Sorge, ich habe das Spiel noch nicht verstanden. Also, wir erkunden das letztendlich alles zusammen. Aber ich kann euch mal erstmal hier die Kollegen zeigen. Ich habe schon mal den ersten Mann, den guten alten Dumdon. Beste. Ich finde ihn so hübsch einfach. Na gut, der gute Fip ja, sieht auch nice aus. Aber ich muss sagen, der Dumdon, der ist nochmal eine Liga für sich. So, und jetzt habt ihr schon mal ganz kurz, zumindest im Schnelldurchlauf, alle Charakter gesehen. Der Urläufer ist, glaube ich, so der ausgeglichenste. Komme ich aber gleich zu. Also, sprich, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Spezies, die wir wählen können. Sprich, 6 verschiedene Genmutationen. Und ja, jetzt heißt es halt, sich zu entscheiden zum ersten Mal in diesem Spiel. Das wird noch häufiger passieren. Wen nehmen wir denn jetzt? Der Urläufer, ich lese einfach mal vor. Die Urläufer sind eine sehr gewandte anthropomorphe Spezies. Als Hybrid hat ihre Genmutation sie flink und wendig gemacht, allerdings auf Kosten eines höheren Intellekts. Ja, ich kann ehrlich gesagt mit den Werten noch nicht viel anfangen, außer dass ich weiß, ja gut, also so mit diesen Gesundheit
Rüstung, Nahkampfschaden, so Agilität, ja gut, das kann man sich irgendwo ableiten, aber also den Intellekt habe ich bisher irgendwie noch nicht so ganz verstanden, was Ki-Energie bedeutet und Energieregeneration, also wofür wir das brauchen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Charisma, keine Ahnung, wofür wir das brauchen, und Glück, na gut, kann man sich auch ableiten. Aber ja, das wäre der Urläufer. Ist ein relativ putziges Kerlchen im Vergleich zu den anderen. Zum Beispiel den Dumdon. Obwohl ich den irgendwo auch echt cool finde. Der hier ist der stärkste Kollege von allen, denn von allen anthropomorphen Spezies gehören die Dumdon zu den am wenigsten entwickelten. Die Hybridwesen kompensieren ihre mentale Schwäche mit Körperkraft. Sprich, die Kollegen sind dumm. Deswegen heißt er auch Dumdon, aber stark. Mit seinen dünnen Ärmchen, das ist kaum zu glauben. Aber der Kollege ist zwar dumm, aber stark. Der Rex ist eigentlich genau das Gegenteil, soweit ich das in Erinnerung habe. Die Rex sind eine außergewöhnlich weit entwickelte Spezies. Der DNA-Strang dieser verstoßenen Hybridwesen hat sich physischen und mentalen Herausforderungen gleichermaßen angepasst. Sprich, ja, ist, glaube ich, so in allem ungefähr ganz gut. Außer in Nahkampfschaden. Zeit. Hat eine gute Gesundheit und gute Energie. Wofür auch immer wir die Energie brauchen. Wie gesagt, ich habe nur die Charakterauswahl bisher gemacht und dann ja, ist mir das Ganze ein bisschen ja, schief gelaufen. Aber naja, machen wir es halt nochmal. Kann ich euch das ein bisschen besser erklären, weil ich alle schon ein bisschen kenne. Ich weiß auch noch nicht so ganz, ob ich jetzt am Anfang, die Musik war gerade irgendwie ziemlich leise, ob ich jetzt am Anfang erstmal jetzt die erste Folge nur Charakterauswahl mache? Nee, ich glaube, das wäre zu wenig, oder? Egal. Ich glaube, ich mache eh eine Aufnahmesession und dann letztendlich werde ich hinterher entscheiden, wann ich die Pause mache von der ersten Folge. Deswegen juckt das eigentlich gerade gar nicht. Wir machen einfach mal weiter. Der Hühler. Die Hühler sind eine anthropomorphe Spezies mit regenerativen Eigenschaften. Eine Genmutation hat die Hybridwesen extremst robust und widerstandsfähig gemacht. Ist so gesehen ganz nice, ist halt nicht ganz so gut vom Intellekt her, aber die Vitalität ist ziemlich gut. Also der verträgt ziemlich viel Schaden, ist aber nicht ganz so Intellekt. Ja. Fipp. Der gute Fipsi. Die Spezies der Fipp ist bekannt für ihren hochentwickelten Verstand. Ihr genialer Geist ist eng verflochten mit dem Ki-Kräften, was ihre psionische Energie noch verstärkt. Was auch immer jetzt die psionische Energie und die Ki-Kräfte sind, aber der Mann mit dem kleinen Kopf hat viel Geiste in sich. Ja, ja, ich finde, er sieht halt lustig aus, weil sein Kopf so im Vergleich zum Körper relativ klein ist. Ich finde aber schade, der sieht nicht mehr wirklich aus wie ein Waschbär. So, der, da kann man noch den Waschbären erkennen, so ein bisschen, aber hier irgendwie nicht mehr so. Der Kollege, ja, Intellekt ist natürlich krass, aber der hat jetzt nicht wirklich Schwächen, außer Charisma, ist halt hässlich. Kann er nichts machen, kann er nichts für. Und Glück hat er auch nicht so wirklich. Aber ich weiß halt noch nicht, wie viel das dann bringt. Und dann haben wir noch die Murgel. Murgel. Die Murgel gelten als Inbegriff einer idealisierten Spezies. Im Laufe ihrer evolutionären Entwicklung haben Form und Erscheinung die Oberhand über Funktion gewonnen. Sprich, der Kollege sieht zwar ganz gut aus, aber kann eigentlich nichts. Und das sehen wir auch am Intellekt. Der ist ja mal krass schlecht geworden. Ich weiß aber auch noch nicht, was diese einzelnen Dinger dazu bedeuten haben. Wir werden nämlich gleich sehen. Weil die anderen Werte, also diese 28, die man da drüber sieht, nichts mit den Balken darunter zu tun haben. So wie ich das bisher schlussfolgern konnte. Ich habe leider genauso viel Ahnung wie ihr wahrscheinlich vom Spiel. Na, wahrscheinlich habt ihr sogar mehr Ahnung als ich, aber ja. Ja, ich kann ja jetzt schon mal die Entscheidungsphase vorausnehmen, weil beim letzten Mal habe ich gefühlt 5 Minuten überlegt, bis ich mich entschieden habe. Und ich habe gesagt, ich nehme die Hühler. Einfach, weil ich finde, die sehen noch ganz cool aus. Sehen zwar irgendwie auch ein bisschen komisch aus. Der hier ist eigentlich auch cool, aber hat halt wenig Nahkampfschaden. Und der hat relativ wenig Werte, sage ich jetzt mal, die da groß abgezogen werden. Also, ja doch. Nee, war gerade irgendwie ein Anzeigebug.
Ach so, nee, das ist im Vergleich zum Vordermann immer. Ach so. Ja, moin. Ja, schön, dass ich das auch mal kapiere. Also, wir sehen hier, der Hühler ist halt viel, viel robuster als der gute Fipsi. Hat aber viel, viel weniger Intellekt. Und der Rex ist halt ein bisschen weniger robust, aber ein bisschen mehr intellektuell. Also die zwei hier nehmen sich halt wirklich nicht viel. Der hat halt krass Nahkampfschaden, wie ich jetzt merke. Ja, moin, ey. Ich habe jetzt vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Spielzeit, dass ich so lange brauche, um sowas zu kapieren, Alter. Nice. Ja, jetzt ist halt die Frage, was nehmen wir? Jetzt können wir auch den Rex nehmen eigentlich. Der sieht eigentlich nochmal ein bisschen cooler aus irgendwo. Komm, wir nehmen, glaube ich, den Rex. Ich habe das letzte Mal den Hühler genommen, deswegen nehmen wir jetzt den Rex, weil damit Abwechslung. Ich meine, ihr habt zwar das andere nicht gesehen, aber für mich Abwechslung. Genau, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Wir können eigentlich alles nochmal über den Haufen werfen und das eigentlich nochmal selber machen. Brr. Uiyo, was ist denn das für eine Murmel? Der Kopf ist ja größer als der Rest des Körpers. Ja, ich bin's. The Kevin. Alter, hier hat der breite Schultern, Mann. Was ein Tier. Guckt euch das Tier an, Junge. Er sieht ein bisschen aus wie ein Panda-Bär. Alter, Stärke 100, aber der Rest ist halt Crap. So sieht er halt ungefähr aus, wie er vorhin war. Und ich fand halt ganz cool, das hier so in die Richtung zu machen. Oh, jetzt sieht er ein bisschen aus wie so ein Hamster. Also wir sollten jetzt nicht zu sehr auf Aussehen achten, by the way. Warum hat der eigentlich viel Charisma? So, wo sieht der charismatisch aus? Der sieht aus, also ich würde den nicht trauen, den Kollegen hier. Wenn ich den so sehe. Ich muss sagen, ich finde so das hier so mit am besten. So hatte ich es vorhin auch und so mache ich es jetzt wahrscheinlich auch wieder. So ein bisschen Agilität und ein bisschen Stärke. Ich sagte gerade ein bisschen. Ein bisschen. Sag mal, kriege ich es hin? Okay, das war mit Maus einfacher. Ich habe vorhin übrigens noch mit Maus und Tastatur gespielt, weil ich es nicht hinbekommen habe, über Steam meinen Controller einzurichten. Ja. Lebensstart. Habe ich es jetzt? Nicht ganz. Ach komm, das passt so. Komm, der passt so. Da, komm, ist ein ganz putziges Kerlchen. You spin me right round, baby, right round. Alter, ich sehe jetzt schon, die erste Folge wird nicht viel mehr sein als die Charaktererstellung. Tut mir leid, Leute. So, das hier habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz kapiert, warum wir das jetzt schon einstellen sollen, weil ich habe keine Ahnung, was uns als erstes erwartet. So, sprich, ja, wir können Radioaktivität, Hitze, Biogefahr, Kälte machen, aber so, ich weiß es halt nicht, was uns da jetzt groß weiterbringt. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal, wir lassen das einfach so. Soweit ich weiß, können wir das eh je nach Mission und so weiter wieder anpassen, sprich, wir können das dann auch je nach Mission dann nochmal ändern. Und, jetzt kam der Fellstiel. Ja, können wir mal schauen, was so ganz cool aussieht. Bei denen finde ich das eigentlich cooler, wenn der so leicht weiß ist. Hier, warte, ich kann euch mal zeigen, was ich bei dem anderen hatte. Das hier nämlich. Obwohl ich das immer noch ziemlich cool finde eigentlich. Es hat was. Nee, das finde ich nicht so cool. Also sieht er putzig aus. Das feiere ich irgendwie nicht so mit diesem Knallorange, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, wo hatten wir denn das? Ah, das war das hier, ne? Mit diesem roten Auge, das sah eigentlich auch noch ganz cool aus. Ist halt Standard, also der, so wie der Held normal aussieht. Das ist eigentlich auch ganz fresh. Das ist eigentlich auch ganz frisch. Oder wir machen wieder den. Weil ich finde den irgendwie cool. Ich finde den immer noch cool. Hier haben wir mal weiß. Ja, wir machen mal den einfach. Wir können ja zur Not wieder zurückgehen, aber ich würde jetzt erstmal den machen. Stimme deine Hauptfarbe. Meine Hauptfarbe. Machen wir mal meine Hauptfarbe.
Also schönes Grün, Alter. Geil. Obwohl, sieht gar nicht so schlimm aus, wie ich erst so dachte. Oh, so geiles Pink, ey. Nee, wir machen den schon episch, würde ich sagen. Na gut, wir können das natürlich auch schwarz halten. Also ich hatte vorhin sowas ins Lila gehende. Ist zwar immer noch ganz cool, aber... Warte mal, kann ich das jetzt bestätigen? Wähle deinen Fellstil. Und jetzt den Fellstil nochmal ändern? Ah, kann ich. Das ist vielleicht cooler sogar. Ah, oh, das sieht epischer aus. Ich glaube, wir machen das so. Passt zwar jetzt nicht mehr ganz zum Outfit. Ich finde das nochmal cooler, wenn wir das so machen. Deswegen machen wir das jetzt so. Das habe ich jetzt einfach mal so für mich entschieden. So würde ich sagen. Ja, den Kollegen, lila. Wähle deine Detailfarbe. Lol. Okay, das sieht natürlich scheiße aus. Nee, ich würde sagen, wir bleiben dabei weiß einfach. Komm, machst du nichts falsch. Wähle eine Klasse. So, ja genau. Und jetzt kommt die Klasse. Und da habe ich nicht so ganz verstanden, wofür wir das Ganze jetzt eingestellt haben, weil die Kollegen jetzt wieder anders aussehen und wieder andere Werte haben gefühlt. So, wir fangen mal an mit dem Söldner. Die Klasse der Söldner ist ein... nochmal neu. Der Söldner ist ein erfahrener Schwertkämpfer, der den Umgang mit Klinge beherrscht. Scharfschütze. Scharfschützen sind trickreiche, begabte Gauner, die ein Leben außerhalb von Recht und gesellschaftlichen Werten gewählt hat. Kommando. Kommando. Kommandos wurden als Agenten einer Elite-Sondereinsatztruppe ausgebildet. Kommandos sind die Arbeit in kleineren Teams gewohnt. Psi-Freak. Psi-Freak experimentieren mit psionischen Kräften und Mutationen. Sie sind meist ausgestoßen, die am Rande der Gesellschaft leben. Saboteur. Der Saboteur ist ein gerissener, fähiger Kundschafter, ausgebildet für verdeckte Operationen sowohl in Vororten als auch in der Wildnis. Wächter. Wächter widmen sich voll und ganz den Schutz eines Hauses. Sie setzen sich in der Organisation als Ganzes ein und sind felsenfest von ihrem Dogma überzeugt. Und ja... Diese Beschreibungen von den einzelnen Typen, sage ich jetzt mal, die lässt mich vermuten, dass es, dass man das Ganze je nach Mission nochmal anpassen kann. So, und ich habe mich letztendlich für den Söldner entschieden, das werde ich auch wieder tun, obwohl ich die Farbe jetzt nicht mehr so geil finde. Ich gehe nochmal schnell zurück. Die Zeit aber jetzt. Jetzt mehr ins Blau gehend. Ich finde es so besser. Also gefühlt habe ich die nicht groß geändert, aber irgendwie sieht das jetzt cool aus. So, wir nehmen Söldner. Söldner gewählt. Ja, so sieht unser Kollege jetzt nochmal aus. Nice. So, mach mal das so. Gute Wahl. Danke. Nehmen wir das noch mit? Oder ist das schon die Folge von morgen? Na egal. Bewege dich nach vorne zum Bewegen. Mit einer schwierigen Vergangenheit im Zentrum einer laufenden Geschichte stehend. Oh, okay. Katzensprung. Haben wir hingekriegt. Du stehst bereits an einer Kreuzung. Zu leben heißt, dem Leben eine Richtung zu geben. Wer keine Entscheidungen trifft, kann genauso gut aufhören. Ja, jetzt sind wir genau an dem Punkt, was ich vorhin angesprochen habe. Wir werden häufiger an Orte kommen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Und wir haben tatsächlich hier schon die erste Entscheidung, die wir treffen müssen. Und ich würde sagen, das ist ein perfekter Zeitpunkt, uns erstmal die erste Folge so ein bisschen ausklingen zu lassen, beziehungsweise zu beenden. Es wird mich riesig interessieren, was ihr so von dem Spiel bisher haltet. Gut, ihr habt noch nicht viel von dem Spiel gesehen, aber wird mich trotzdem interessieren, wie ihr das so bisher fandet. Ich hoffe, ihr habt so viel Bock auf das Spiel wie ich. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich euch so ein bisschen
dann mitnehmen kann und vielleicht bekommt der ein oder andere ja dann doch noch Lust auf das Spiel. Und ja, morgen geht's weiter genau an diesem Punkt hier und dann werdet ihr sehen, wie wir uns entschieden haben, welchen Weg wir einschlagen werden. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.